Seit einem Monat gibt es nun Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, das einen großen Spagat wagt. Es will Leute wie mich, nämlich Mitte 20 bis Ende 20-Jährige, und gleichzeitig Leute wie meinen 10 Jahre jüngeren Bruder, also 14-Jährige, die gerade mitten in der Pubertät stecken, gleichzeitig ansprechen. Gar nicht mal so einfach, würde ich behaupten. 40 Formate, ein 9-Jahres-Content-Netzwerk und ein Mann, der als Programmgeschäftsführer dafür verantwortlich ist, dass diese Aufgabe auch erfolgreich umgesetzt wird. Herzlich willkommen, Florian Hager bei den Media Lectures. Ja, herzlich willkommen hier im Studio und an den Bildschirmen zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid bei den Media Lectures live aus Berlin. Ihr könnt aber nicht nur hier live dabei sein, ihr könnt auch auf Twitter live dabei sein. Unter dem Hashtag Media Lectures könnt ihr euch austauschen, ihr könnt diskutieren und euch zu den Inhalten der Sendung äußern. Bevor wir jetzt aber inhaltlich richtig einsteigen, stelle ich euch unseren heutigen Gast noch mal kurz vor. Man bezeichnet ihn als einen der kreativsten Köpfe, wenn es um die Entwicklung transmedialer Formate geht. Mit den aktuellen Entwicklungen im Internet und in der Fernsehlandschaft kennt er sich bestens aus. Früher war er stellvertretender Programmdirektor von Arte und Hauptabteilungsbereichsleiter für neue Medien. Jetzt ist er dafür verantwortlich, das junge Angebot von ARD und ZDF zu gestalten, das die Lösung aller Probleme ist, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk jemals mit seiner jungen Zielgruppe hatte. Schön, dass du da bist, Florian Hager. Dankeschön. Ja, jetzt erstmal für alle Leute unter uns, die sich jetzt nicht unbedingt was darunter vorstellen können. Was ist denn ein nonlineares Content-Netzwerk? Also du hast ja schon ziemlich viel angesprochen von den Dingen, die wir angehen wollen. 14 bis 29 ist die Zielgruppe. Da ist es faktisch so, dass wir mit ARD und ZDF diese Zielgruppe quasi nicht mehr erreichen, jedenfalls nicht regelmäßig erreichen. Unser Ziel ist, mit Inhalten in der Zielgruppe wieder Leute zu begeistern von dem, was wir tun. Wir werden es eben nicht über einen linearen Kanal tun. Es ist nicht, weil wir das uns ausgesucht haben, sondern weil das die Politik auch so bestimmt hat. Die Politik hat entschieden, dass es eben keinen Jugendkanal gibt, sondern dass es ein Online-Only, wie die das damals genannt hatten, ein Netzwerk oder ein Online-Only-Angebot geben sollte. Aber hättest du das anders gemacht? Ruhig rein an den Stellen. Ich glaube, allein unter Reichweiten-Gesichtspunkten ist ein Kanal, auch wenn er noch so klein ist, immer noch wichtig, gerade am Anfang, um auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu erlangen. Und so wie wir da jetzt rangehen, ist eigentlich schon die schwierigere Weise, weil wir Einzelkanäle starten. Wir gehen also wie ein normaler YouTuber, jemand, der auf Facebook unterwegs ist, mit Inhalten an den Start und versuchen, mit jedem einzelnen Format Reichweite aufzubauen und versuchen dann ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist das, was wir quasi dann mit diesem Content-Netzwerk umschrieben haben. Also wir sind kein TV-Kanal, wir machen auch kein Multi-, Trans-, Cross-, Second Screen, whatever, sondern wir machen Inhalte, Videos, Bewegbilder auf Drittplattformen, vorwiegend im Moment auf Facebook, YouTube und Snapchat. Wir werden aber auf Minecraft Dinge tun, wir werden auf Twitch Dinge tun und wir werden auch die anderen sozialen Medien bespielen. Jeder Inhalt hat seine Heimatplattform und wir versuchen so auch nicht die Marke jetzt von anzustellen und sagen, hey, jetzt kommt die 100. Jugendplattform und wir sind die Hippen und Freshen, kommt alle zu uns. Mhm. Sondern wir versuchen, Inhalte zu machen, von denen wir glauben, dass sie eine Chance haben, in der Zielgruppe zu funktionieren, versuchen, diese Inhalte zu entwickeln, versuchen dann, die Protagonisten und Inhalte untereinander zu vernetzen und so ein Netzwerk aufzubauen. Okay. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, du warst davor bei Arte, was sicherlich auch ein ziemlich cooler Job war. Ja. Jetzt bist du Programmgeschäftsführer von Funk. Was war denn da so für dich die größte Herausforderung bei der neuen Aufgabe? Ja, ich habe ziemlich genau vor anderthalb Jahren da angefangen, habe meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und kam quasi von Arte raus. Kultursender, der nur Schönes und Gutes tut. Überall, wo ich hingekommen bin, fanden mich alle toll. Habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben für ein Projekt, wo alle gesagt haben, bist du denn völlig verrückt? ARD und ZDF wollen junge Menschen, was soll das? Und ich hatte kein Büro, keinen Mitarbeiter, kein gar nichts. Und
Das heißt, das Schwierige war erstmal irgendwie, das alles unter einen Hut zu kriegen. Es war nicht politisch beauftragt. Also der allererste Schritt war zu sagen, okay, wir brauchen jetzt ein Konzept. Weil dieses Konzept, das es davor gab, das eben abgelehnt wurde, war ja ein Kanal. Das war ein richtiger Fernsehkanal, 24 Stunden. Dieses Konzept wurde nicht genehmigt von der Politik. Das heißt, ich musste erstmal irgendwie hinsitzen und mal ein Konzept schreiben. Und dieses Konzept musste so geschrieben sein, dass sich auch die Gremien, die ARD, ZDF, interne Leute da wiederfinden können. Die Juristen das auch gut finden, das in den Staatskanzleien irgendwie verstanden wird. Das kann man sich heute noch anschauen. Also wer Lust hat, sich das reinzupfeifen, hat wenig mit dem zu tun, was wir heute machen, aber war wichtig am Anfang. Ja. Und wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Nee. Ihr seid jetzt ziemlich genau einen Monat online. Was ist denn so dein erstes Zwischenfazit? Und was sind vielleicht auch so die ersten Erkenntnisse, die du jetzt schon ziehen kannst? Das ist jetzt für uns nicht wirklich überraschend, aber es war, also wir sind ganz voll, froh und stolz, dass wir diesen Presseauftakt ganz gut hinbekommen haben. Und da war es ja so, dass die Presseresonanz erfreulicherweise jetzt nicht komplett radikal schlecht war, sondern dass uns wirklich auch eine Chance jetzt gegeben wird. Das war auch nicht klar von Anfang an, sondern ich dachte eigentlich eher, dass da schon die ganzen Artikel geschrieben sind. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht selber die Artikel schreiben und sie vorher schon publizieren, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir da schon ziemlich viel Breitseite kriegen. Wir haben es geschafft, zumindest da eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass man uns eine Chance geben will. Und das ist schon mal positiv. Uns ist aber klar, dass wir noch nichts erreicht haben. Wir sind seit 1. Oktober am Start. Da sind 40 Formate, die unterschiedliche Reifegrade haben. Manche sind schon ein bisschen weiter, manche sind noch ganz am Anfang. Und wie gesagt, wir fangen wie jeder YouTuber, wie jeder, der da rausgeht, bei null Abonnenten, null Views an. Und müssen uns da langsam hocharbeiten. Und das ist ein weiter Weg, das sehen viele nicht. Also auch die erfolgreichen YouTuber, die heute einfach erfolgreich sind, haben teilweise Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Ja. Die Zeit werden wir nicht haben, aber also die ersten Learnings sind, dass wir hart um die Nutzer kämpfen müssen, dass wir da nicht alleine und dass niemand auf uns wartet. Das war uns teilweise schon bewusst. Erfreulich ist, dass wir jetzt im ersten Monat zumindest schon von diesem 1. Oktober bis zum 31. Oktober 25% Steigerung drin. Wir sehen, dass manche Formate richtig gut anlaufen, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ja. Am 1. Oktober, wo ihr online gegangen seid, macht ihr ja so ein ziemlich schrilles Video auch in den sozialen Medien die Runde und da schauen wir jetzt direkt mal rein. Ja, wir haben ja gesehen, das ist so eine Collage aus ziemlich vielen Webphänomenen und viralen Hits. Und ist ja selbst mit seinem provokativen Claim auch am Ende so konzipiert, dass es das Potenzial besitzt, viral zu gehen, würde ich jetzt mal unterstellen. Jetzt zu meiner Frage, was denkst du denn, inwiefern verändern die sozialen Medien, auf die ja auch jetzt gerade ihr sehr stark angewiesen seid, die redaktionelle Arbeit von Medienhäusern? Also wird der Grat da zwischen Clickbaiting und hochwertigem Content nicht immer schmäler? Da sprichst du jetzt ein Riesenthema an. Ganz kurz nur zu dem Video. Den Witz, den wir da drin fahren, ist, dass alle wollen virale Videos machen. Okay. Und es ist völlig bescheuert, sich hinzusetzen und zu glauben, man kann ein virales Video machen. Also es ist nicht so, dass man sich da irgendwie in die Hände fasst und dann geht man zusammen viral irgendwie. Und deswegen wollten wir das überhöhen. Also deswegen haben wir gesagt, wir machen einen super Viral und wir produzieren jetzt ein Viral, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja. Wir wollten dadurch ein bisschen darauf abheben, dass es eben genau solche Mechanismen gibt, dass es Leute gibt, die da mit Clickbaiting und Ähnlichem nach oben gehen. Und um auf deine Frage zu kommen, ob der Grat immer schmaler wird. Es geht auf jeden Fall darum, dass jede Nachricht nur eine Nachricht ist, dann wenn sie auch eine gewisse Reichweite erzeugt und irgendwie eine Zielgruppe auch erreicht. Ich kann den tollsten Inhalt haben, wenn ich niemanden damit erreiche, dann ist er nichts wert. Das heißt nicht, dass wir an der Stelle jetzt Clickbaiting brauchen, aber wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir um jeden Nutzer da auch kämpfen müssen und überlegen, wie wir Inhalte so gestalten, dass sie auch den Weg zum Nutzer finden. Was wir nicht machen, die ganzen clickbaitigen Geschichten, dieses Video sollte auch ein bisschen natürlich völlig überheblich daherkommen. Also das Internet ist nicht vorbei und auch wir werden das Internet natürlich nicht zerstören. Es war so ein bisschen augenzwinkernd der Hinweis darauf, dass wir kapiert haben, wie es läuft, was natürlich auch Bullshit ist, aber
dass wir kapiert haben, wie es läuft und dass wir jetzt mit was Neuem kommen wollen. Das haben wir dann versucht zu konterkarieren. Ich weiß nicht, ob wir die Videos auch noch zeigen, diesen Boardroom, wo wir gezeigt haben, wie es bei uns wirklich aussieht. Wo wir quasi YouTuber einladen in so ein Team an Leuten, die es halt null kapiert haben, um das auch gleich wieder zu konterkarieren. Irgendwie. Also wir wollten einfach dieses Feld aufmachen, in dem wir uns da bewegen wollen. Und unser Ansatz ist definitiv ein journalistischer und wir wollen ohne Clickbaiting und Ähnliches trotzdem Erfolg haben. Okay. Und aber Funk hat ja nicht nur einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, die junge Generation zu erreichen, was ja ein Teil ist, aber also es hat ja auch einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Und ich stelle mir da eben, was wir jetzt auch gerade schon angesprochen haben, eigentlich da so einen guten Mittelweg zu finden, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wie geht ihr denn mit dieser Thematik um? Also wo setzt ihr da die Schwerpunkte? Geht es dann eben mehr darum, erstmal die jungen Leute zu erreichen und so dieser Bildungsauftrag wird ein bisschen hinten angestellt oder? Es ist beides. Wir haben, also öffentlich-rechtlich, also wie ich es verstehe und so wie, glaube ich, auch der öffentliche Rundfunk versteht, ist nicht nur der Bildungsauftrag. Also bei Arte zum Beispiel laufen nicht nur 12-Ton-Musik auf Schwarz-Weiß, sondern da laufen auch andere Sachen. Und Unterhaltung hat auch, kann auch bildenden Charakter haben. Also das heißt, Unterhaltung ist Teil von unserem Auftrag, das wollte ich damit sagen. Ja. Was wir machen ist, von den 40 Formaten, die wir jetzt am Start haben, ist die Hälfte ist unterhalten und die andere Hälfte ist informierend und orientierend. Mhm. Und da gucken wir schon drauf, dass es ausgewogen ist. Aber um da auch konkret auf deine Frage zu antworten, ja, wir werden am Anfang jetzt schon gucken, dass wir mit möglichst vielen Formaten Reichweite aufbauen und im zweiten Teil dann eher versuchen, und das ist so ein bisschen die subtile Strategie dahinter, dass wir uns in die Filterblasen irgendwie reinschleichen mit vielleicht nicht ganz so öffentlich-rechtlichen Ansätzen, aber in dem Moment, wo wir merken, okay, wir haben da eine gewisse Zielgruppe oder eine Community, dass wir dann eben auch andere Themen da reinbringen wollen. Also dann ist es eben nicht nur monothematisch und liefert nur das, was die Leute wollen, sondern da sind dann eben auch ein paar Sachen dabei, von denen wir glauben, dass die Leute es auch mitkriegen müssen. Ja, ja. Viele Medien fragen sich ja im Moment, wie sie eben die junge Generation erreichen, weil sie auch als ziemlich, ja grundsätzlich gilt für die kommende Medienlandschaft, also da ziemlich einen großen Punkt hat. Und der Chef von Wise hat kürzlich in einem Interview mit der Zeit auf die Frage erwidert, ob es denn irgendwie das Geheimrezept sei, einfach nur junge Leute einzustellen und halt irgendwie Themen zu bedienen, die junge Leute gerne sehen wollen oder hören oder lesen, dass es dann noch eine ganz viel mehr entscheidendere Sache gibt, nämlich auf alle Plattformen zu gehen. Ihr habt es ja jetzt eigentlich gemacht. Was würdest du sagen, ist das der Schlüssel zum Erfolg? Also habt ihr die junge Zielgruppe jetzt erreicht? Und wenn ja, woran stellt ihr das überhaupt fest? Das sind auch ganz viele Fragen. Also nein, wir haben sie noch nicht erreicht. Okay. Feststellen wollen wir es, indem wir die Zahlen uns anschauen. Da ist sicher auch noch viel Arbeit drin, denn wir wollen irgendwann mal dahin kommen und sagen, wie viele Nutzer erreichen wir wirklich, also eine Unique User, wie viele Leute erreichen wir mit unseren Inhalten am Tag, in der Woche, in dem Monat. Das ist relativ schwierig auf Drittplattformen, weil die Zahlen nicht rausrücken. Aber da sind wir dran, vielleicht einen anderen Weg auch zu finden. Das ist der eine Bereich, also das kann man dann schon sagen. Der andere Bereich ist einfach nur, und ich glaube, so hat das der Shane Smith auch, glaube ich, nicht gemeint, einfach nur das Zeug auf alle Plattformen rauszuballern, auf Facebook halt irgendwie mit Untertiteln, auf Snapchat hochkant, aber immer der gleiche Schrott, der bleibt der gleiche Schrott. Also das bringt, glaube ich, also ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat, aber er meinte schon, und das ist ja auch bei Weiß interessant, wie die es geschafft haben von einer Marke, die eigentlich mal so ein Fernsehen war, irgendwie das umsonst irgendwo in irgendwelchen Skate-Shops rumlag, eine weltweite Medienmarke aufzubauen, die inzwischen fast CNN oder Nachrichtenseiten Konkurrenz macht. Das ist schon spannend. Die haben ja ursprünglich, also Weiß.com, glaube ich, die gibt diese Seite, gibt es erst seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Also die haben vorher schon die Strategie gehabt, mit ihren Inhalten rauszugehen. Das finde ich schon spannend zu sagen. Also dass wir eben nicht sagen, okay, wir zwingen jetzt alle Leute mit viel Marketinggeld auf unsere Seite und haben dann da wieder ewige Personalisierungskonzepte, weil 14 bis 29 ja auch keine wirkliche Zielgruppe ist. Also ein 14-Jähriger guckt was anderes als ein 29-Jähriger. Sondern zu sagen, wir gucken eher da, wo die sind und gehen dahin mit unseren Inhalten und versuchen so eine Marke aufzubauen. Das finde ich schon einen spannenden Ansatz, ja. Mhm.
Ihr streut ja eure Inhalte aber nicht nur über Drittplattformen. Ihr habt auch eine eigene Website und die hat sich unsere Redaktion mal genauer angeschaut. Und da schauen wir jetzt mal rein. Was ist dieses junge Angebot der ARD und ZDF eigentlich? Funk? Oder heißt es Funk? Nee, Funk. Wir gucken uns die Website direkt mal an. Viele Formate. Ach, Le Floyd. Ja, den kennt ja auch jeder. Viele Serien, neue Formate. Ähnelt eigentlich einer klassischen Mediathek. Wo liegt da eigentlich der Unterschied, fragt man sich. Natürlich, die Jugend braucht auch eine App. Und die haben wir uns direkt mal runtergeladen. Kostenfrei natürlich. Zack. Ah, schon wieder Serien und viele Formate. Aber wir gucken mal, was sich hinter Banana so verbirgt. Klingt erstmal ganz lustig. Oh. Ich dachte, jetzt kriegen komplett Verriss hier. Total nett. Nee, der kommt jetzt nicht richtig. Aber ich habe schon so ein paar Fragen. Beziehungsweise eine. Und zwar, also ihr habt ja eine eigene Mediathek und dann eben diese eigene App. Ne? Und über diese App habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, dass es eben nicht nur eine Mediathek sein soll, sondern dass es eine originäre Funktionalität besitzen soll. Das ist mir jetzt schon öfter untergekommen. Jetzt meine Frage, was ist denn diese originäre Funktionalität? Also das war einfach, um dem gegenzuwirken, wir haben eben keine Mediathek. Und auch in dem Zusammenspiel Drittplattform, Webseite und App, das sind ja quasi unsere drei, wenn man so will, Produkte, weil Drittplattform kein Produkt ist, aber Ausspielwege. Unser Hauptaugenmerk ist, dass wir Inhalte herstellen wollen und die für Drittplattformen produzieren. Die Website ist für uns nur, in Anführungsstrichen, nur der Punkt, wo wir sagen, wir brauchen als öffentliche Rechte auch die Möglichkeit, alles im eigenen Player darzustellen. Also wenn Facebook oder YouTube uns Dinge streicht oder irgendwie nicht, wenn wir da nicht publizieren können oder wir einen Strike kriegen, haben wir die Möglichkeit, trotzdem zu publizieren. Also wir machen uns nicht abhängig, die Inhalte zu publizieren, sondern wir haben alles im eigenen Player und können jederzeit Dinge tun, ohne YouTube, ohne Facebook. Deswegen gibt es diese Website. Und diese Website ist eigentlich, und mich wundert's und muss offen gestehen, da nochmal, wir machen relativ viel wirklich Research auch mit Leuten aus der Zielgruppe, reden ganz viel mit denen. Und da war es eher so, dass wir den Eindruck hatten, dass gerade auch Jüngere, 14-, 16-Jährige eben nicht sagen, Mist, was ist ein Funk? Ich gehe jetzt mal auf YouTube, gebe mal Funk ein und dann gucke ich, was für eine Website das ist und gucke auf der Website, was mich da interessiert. Sondern, dass wir die eigentlich erreichen, wenn wir organisch irgendwie in die Timelines reinkommen oder über Freunde empfohlen werden oder irgendwie, dass wir eher den Weg gehen. Das heißt, die Website für uns war nur so eine Art Schaufenster. Für alle die, von denen wir wissen, vor allem auch Medienleute, die über uns berichten, die halt wissen, hey, was haben denn die so alles? Also es ist eher so, das ist eher so eine Promo-Seite, aber auch keine wirkliche Mediathek. Dafür ist sie ja nicht wirklich gut designt und das UX ist auch nicht so, dass man sagt, okay, Wahnsinn, also das ist total spitze und so. Das ist wie so eine Promo-Seite, wo man einfach mal sehen kann, was wir alles haben. Und die App war für uns der Ansatz auch zu sagen, nee, auch da packen wir nicht alle Formate, die auf Drittplattformen sind, nochmal rein, sodass man sich da wieder durchsuchen muss und jeder muss sich wieder raussuchen, was er eigentlich will. Sondern da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir die Serien drin haben. Diese Serien sind eine Möglichkeit, die uns die Politik an der Stelle auch gegeben hat. Bis dato war es eben nicht erlaubt, dass Öffentlich-Rechtliche On-Demand-Serien anbieten dürfen. Wir dürfen das jetzt, es ist quasi im Staatsvertrag so festgelegt. Und das ist die Stelle, wo wir eben diese Serien auch anbieten wollen. Okay. Und um diese Serien dann auch noch ein paar andere Dinge tun wollen. Die Funktionalität, die originäre Funktionalität, von der du gesprochen hast, da sind wir jetzt am Anfang einfach nur so weit, dass wir die noch mit einbauen. Also da sind wir an vielen technischen Dingen dran. Für uns ist es einfach die Möglichkeit, auch einen 1-zu-1-Kontakt, einen Direktkontakt für Leute, zu Leuten aufzubauen, eventuell auch die einzuladen, mitzuvoten oder uns zu helfen, was Thematiken anbetrifft oder ähnliches. Also da haben wir natürlich die Möglichkeit, 1-zu-1 mit den Nutzern in Kontakt zu kommen, ohne über Plattformen gehen zu müssen. Und das ist für uns auch wichtig, für unsere Unabhängigkeit an der Stelle. Okay. Aber das heißt, das kommt auch jetzt erst so nach und nach. Ja. Alles klar. Der Schritt, sich um die jungen Leute zu kümmern und digital zu gehen, kam ja doch recht spät, würde ich jetzt mal behaupten. So in meinem Leben? Nicht in deinem Leben, aber generell jetzt so, ne? Also unsere Zeit ist ja schon länger digital, unsere Generation schaut ja schon länger auch nicht mehr nur Fernsehen. Die Mühlen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk malen da ja manchmal auch relativ langsam, wie manch einer von uns weiß. Muss man da jetzt vielleicht auch aufpassen, dass man den gleichen Fehler nicht nochmal macht und zu spät auf den fahrenden Zug irgendwie aufspringt? Also wie wollt ihr als öffentlich-rechtliche Einrichtung mit dieser Schnelllebigkeit auch vor allem des Internets jetzt mithalten? Also das ist wohl wahr, dass wir
was jetzt Inhalte anbetrifft, relativ wenig im Portfolio haben, was 14- bis 29-Jährige anspricht. Da gibt es Dinge, die zum Glück noch da sind. Diese Linearität ist auch was, was 14- bis 29-Jährige zumindest in Teilen nicht mehr anspricht. Es gibt noch ganz viele, was mich auch immer wieder überrascht, wenn ich mit jüngeren Menschen rede, wie viel die dann doch noch irgendwo Fernsehen gucken. Das tun sie dann eben aber nicht mehr bei ARD und ZDF. Mhm. Ich glaube, den radikalen Ansatz, den wir da pflegen und sagen, dass wir uns eigentlich um Inhalte kümmern wollen und Themen kümmern wollen, dann ist es am Ende wurscht, was das Ausspielmedium ist. Theoretisch wäre auch möglich, das dann im Fernsehen zu machen, was wir nicht wollen, weil das einfach nur eine andere Logik dahinter hat. Also wenn ich Fernsehen mache, dann ist der Druck extrem hoch, dass ich einfach einen Slot füllen muss. Es geht uns jetzt genauso, wir müssen jetzt genau 45 Minuten reden und nicht länger und nicht kürzer. Und du bist so, du hast einen Ticker im Ohr. Das erzeugt einfach einen Druck, dass da kein Schwarzbild dann am Ende ist. Und wir haben diesen Druck eben nicht, sondern wir können die Formate so lange machen, wie wir glauben, dass sie richtig sind. Also es ist eine gewisse Freiheit, die wir da haben. Also das wollen wir nicht machen, aber uns geht es darum, dass wir Inhalte schaffen wollen und Themen schaffen oder Themen setzen wollen, die in der Zielgruppe funktionieren. Und dann ist eigentlich am Ende wurscht, wie der Inhalt dann, über welchen Weg der Inhalt dann zum Nutzer kommt. Klar, das ist Arbeit und müssen wir überlegen, aber das ist, glaube ich, dann auch dem Nutzer egal. Okay. Wir haben uns gedacht, dass es vor allem auch bei diesem Thema eigentlich super spannend wäre, so ein bisschen die Internet-Community mit einzubeziehen und haben im Vorfeld eben dazu aufgerufen, uns ihre Fragen zu schicken, die ich dir dann hier in der Live-Sendung stelle. Und das will ich an dieser Stelle auch tun. Es sind noch ein paar offen, die wir bis jetzt auch noch nicht angesprochen haben. Also wir machen das so ein bisschen im Twitter-Style, kurz und prägnant und knackig so. Ob ich das kann? Ja, du musst ja eigentlich können jetzt, wo du hier in den sozialen Medien stark unterwegs bist. Reden kann ich leider irgendwie immer zu viel. Naja, wir versuchen das mal. Wir haben auch noch Zeit, aber genau. Es sind, glaube ich, 10 Fragen, also legen wir mal los. Erste Frage, wie wird Funk im eigenen Haus, ZDF und ARD, wahrgenommen? Die jungen Wilden, die für den Rest des Senders neue Dinge ausprobieren oder muss man noch viel kämpfen? Im Moment ist es eher so, dass wir es geschafft haben, da ein gewisses Interesse zu erzeugen und dass wir extrem viel Rückhalt haben, ja. Also das muss man wirklich sagen. Dazu hat sicher beigetragen, dass Presseecho jetzt nicht ganz schlecht war, aber im Moment ist es so, dass viel möglich ist, was früher nicht möglich war. Okay. Welche Hürden innerhalb des ZDF waren und sind die größten, um Funk so umzusetzen, wie ihr euch das vorstellt? Die Hürden, die waren, waren vielleicht einfach nicht hoch, aber es waren ganz viele, weil da einfach ganz viele, also nicht nur ZDF, ARD, also in dem System, weil da einfach ganz viele Stakeholder mit dabei sind, von den Gremien über die Leute in den Häusern, die man mitnehmen muss. Die Angst war da, dass wir auf der grünen Wiese da was machen und das System so ein bisschen umgehen, was wir auch nicht tun. Es waren einfach ganz, ganz viele Hürden. Da waren nicht wirklich große oder ähnliche dabei. Die größte Hürde am Ende war natürlich dieser Staatsvertrag, der uns ja dazu beauftragt, das zu tun. Wir machen es ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern das ist ein Auftrag, den wir von der Politik bekommen. Und dieser Staatsvertrag ist ja schon einmal gegen die Wand gedüst mit diesem jungen Kanal. Und ein Staatsvertrag ist ein gesetzgebendes Verfahren. Ich habe es jetzt einmal wirklich durchgemacht und hoffe, dass ich das nicht mehr nochmal machen muss, weil das ganz viele Sitzungen sind mit Staatskanzleien und allen, die uns sehr gewogen waren, aber eben auch im Austausch mit den Privaten. Und da waren durchaus Druckpunkte da, die wir auch besprochen haben. Und dann müssen alle Ministerpräsidenten und Präsidenten das unterschreiben. Und wer gedacht hat, dass es dann getan ist, der hat sich geschnitten, weil beim gesetzgebenden Verfahren muss noch alle 16 Landtage durch. Und das ist föderales System in Deutschland ist ein interessantes. Deswegen, okay. Das war eigentlich die größte Hürde. Ja, verstehe. Jetzt zu ZDF und Kultur und 1plus wurden etwa zeitgleich mit dem Start von Funk eingestellt. Ist der Wegfall dieser Kosten die direkte Refinanzierung für Funk? Das war auch spannend, da hätte ich gar nicht gedacht. Da gibt es ganz viele, die sich wirklich beschweren, dass es die Kanäle, weil sie es schön finden, weil ich bei ZDF Kultur auch mitgewirkt. Das war nicht fastzeitlich, sondern das ist auch, das wissen viele auch nicht, die Grundlage überhaupt dieser Diskussion für dieses junge Angebot ist, dass ARD und ZDF aufgefordert wurden zu sparen und zwei Kanäle abzuschalten. Also das ist quasi sogar miteinander verbunden und auch quasi gesetzgeberisch verbunden. Am 31.
September? Nee, ja. Gibt's gar nicht, oder? 30. September? Ja. 30. September? Ende September. Ja, Ende September. Danke. ist der ZDF Kultur und 1 Plus eingestellt worden und am 1. Oktober gab es uns. Genau. Also das ist wirklich die direkte Verbindung. Und es wurde dafür, was wir tun, wurde kein Geld mehr bei der KIF beantragt oder ähnliches. Also es ist aus dem Bestand finanziert, wie das in diesem Beamtendeutsch heißt. Wir haben also keine Mark mehr jetzt deswegen gekriegt, weil wir dieses Angebot machen. Also ist quasi. Aber hat es dann gar nichts mit euch zu tun? War das eh schon geplant oder war das schon auch im Zuge dessen, okay, wir machen jetzt ein Jugendangebot, jetzt brauchen wir die 2 Sender nicht mehr so? Weil ich finde, also es klafft schon eine Lücke auch auf, so kulturell, ne? Die ich jetzt bei Funk auch noch nicht so ganz gefüllt sehe. Also ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber so ich als kulturinteressierter Mensch. Da musst du Arte gucken. Ja, hast du auch recht. Mensch. Nee, das war schon eine Verbindung. Also diese 2 Kanäle wurden abgeschaltet, damit ein junges Angebot entsteht. Okay. Ja. Aber ihr kriegt deswegen nicht mehr oder weniger Geld? Nee. Okay. Arbeitet ihr auch mit Ads für eure Formate auf den unterschiedlichen sozialen Netzwerken oder setzt ihr ganz auf das organische Wachstum durch die Bekanntheit der Influencer? Das ist auch eine gute Frage und da sind eigentlich schon wieder ganz viele andere Fragen drin, weil also es geht darum, dass wir jetzt wirklich mit jedem Format versuchen, Reichweite aufzubauen. Mhm. Und das ist der Punkt, an dem wir als Öffentlich-Rechtliche am wenigsten Erfahrung haben, ganz offen. Und da versuchen wir jetzt möglichst schnell ganz viel Erfahrung zu sammeln. Deswegen probieren wir alles aus. Okay. Influencer ist ein Punkt, also dass ich Influencer mit reinnehme und hoffe, dass die möglichst viele Leute mitbringen und das Format pushen. Das ist ein Punkt. Wir versuchen es mit manchen Formaten ganz organisch und versuchen dann das auch inhaltlich hinzukriegen. Wir haben die Möglichkeit mit den jungen Wellen von ARD, also mit den ganzen Radiowellen auch Fritz Kooperationen sowas, ja, zu machen. Mhm. Und da versuchen wir auch Leute reinzukriegen. Wir geben auch Geld aus, ja, wir machen auch Performance-Marketing, aber das werden wir immer dosiert machen und es wird nie mehr als das organische Wachstum sein. Das ist dann nur noch mal, um zu unterstützen an manchen Stellen. Aber wir versuchen jetzt mal die ganze Palette auszuprobieren und zu gucken, was für uns funktioniert oder für unsere Formate. Und es wird auch für jedes Format anders sein. Okay, ja. Wie nachhaltig ist die Zusammenarbeit mit Influencern? Wie lange sind diese noch glaubwürdig und wie stark darf man sich als Sender auf sie stützen? Also ein Punkt, den ich da noch mit einfließen lassen würde, der Vorwurf, den wir oft hören, ist, dass wir halt einfach nur YouTuber ankaufen und unser Label draufpacken und dann sagen, cool, wir sind jetzt angekommen und wir sind jetzt die, wir haben es kapiert. So ist es nicht. Mein Le Floyd, das eine wurde ja schon genannt. Dieses Format gibt es jetzt seit fast 1,5 Jahren, glaube ich. Gab es sogar schon, bevor es eben Funk gab. Das war für uns ganz wichtig, weil wir da so einen Erstkontakt hatten und mal geguckt haben, wie das überhaupt zusammen funktionieren kann. Mhm. Und die Frage war ja, wie abhängig macht man sich von Influencern und wie sehr man sich darauf stützen darf. Ich glaube nicht, dass wir, also wir arbeiten nicht mit den Größten zusammen. Mhm. Wir versuchen immer, und das ist unsere Prämisse, dass wir, wenn wir mit Influencern was machen, dass wir neue Dinge tun. Kliemanns Land als Beispiel für das, was wir mit Finn Kliemann machen. Wir haben nicht Finn Kliemanns Kanal genommen, unser Logo raufgepappt und gesagt, fertig. Verstehen. Sondern wir haben mit ihm ein völlig neues Konzept entwickelt und da entstehen völlig neue Dinge. Also für uns ist wichtig, dass wir dadurch den Influencern auch Dinge ermöglichen, die sie so nicht machen könnten. Okay. Und Influencer ist ein Riesenbegriff, weil, wie gesagt, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die schon viele Follower oder viele Nutzer erreichen und auch mit Leuten, die halt noch ganz wenige Nutzer erreichen. Also die Mischung, glaube ich, ganz wichtig für uns. Und mittelfristig müssen wir schon gucken oder wollen wir uns auch daran messen lassen, was wir eben Neues in den Markt reingebracht haben, an Formaten und an Köpfen dann auch. Das heißt, es ist jetzt auch ein bisschen so zum Start? Genau. Ja. Verstehe. Was sind die nationalen und internationalen Wettbewerber, die ihr beobachtet und die für euch die Zukunft des Fernsehens vorantreiben und prägen? Die Zukunft des Fernsehens ist uns erstmal wurscht, weil wir Webvideo machen wollen. Wir gucken uns natürlich extrem viel an. Wir schauen international natürlich, was da in Amerika passiert, was in England passiert. Wir gucken, was in Deutschland auch passiert. Natürlich, gucken mal rum. Da ist natürlich
das Thema der MCNs, die ja gerade auch so ein bisschen auf der Suche sind, wie es weitergeht, was das Geschäftsmodell anbetrifft und auch deren Aufgaben und Funktionen. Und wir haben eher den Eindruck, dass wir da ein organischer Player sein können in diesem Webvideo, in dieser Webvideobranche, weil wir Dinge tun können, die andere nicht tun können. Aber wir müssen nicht alles tun und wir werden auch viele Dinge nicht tun, die andere tun. Also wir glauben, dass wir da gar nicht so sehr Wettbewerber sind, sondern eher diese Branche ein bisschen zur Vielfalt in dieser Branche beitragen können. Ja, aber andererseits habt ihr ja schon auch gewisse Einschränkungen durch bestimmte Bildungsaufträge. Also ihr könnt vielleicht andere Sachen machen, aber ihr könnt vielleicht auch Sachen machen, die andere vielleicht machen, könnt ihr nicht machen, die andere vielleicht machen können. Also ja. Oder siehst du dich da völlig frei von allen Erwartungen und Nee, gar nicht. Also wir gucken natürlich schon, was da unsere Aufgabe auch ist. Ja. Und was ein Unterschied, ein kompletter Unterschied ist, wir müssen uns nicht am Markt refinanzieren. Das heißt, wir müssen diesen Logiken auch nicht folgen. Ja. Wir können deswegen thematisch andere Dinge tun. Wir wollen natürlich auch eine Reichweite, also wir wollen auch ein Wachstum haben, aber wir brauchen halt nicht das exponentielle Wachstum, das eigentlich gebraucht wird, um Geld zu verdienen. Da muss ich richtig, da muss es durch die Decke gehen, deswegen auch müssen die Thumbnails halt stimmen, mit was auch immer da drauf muss. Uns reicht es quasi, wenn wir linear wachsen. Mhm. Und damit lässt sich am Markt kein Geld verdienen. Aber ich glaube, wir können dadurch Themen stärken, Rollenbilder auch nochmal nach vorne stellen, die sich eben so dann nicht refinanzieren lassen. Was ja auch wichtig ist. Was kann ein Sender von YouTubern lernen? Extrem viel. Und auf der anderen Seite ist es dann doch beruhigend, dass die auch nicht alles können. Ich glaube, die Mischung ist ganz interessant. Aber erstmal kann man sehr viel lernen. Wir haben, was die Produktion anbetrifft, was auch wie Inhalte entstehen anbetrifft, dass wir eben nicht klassisch die auf der einen Seite sitzen haben, die das Format entwickeln und dann auf der anderen Seite die ein Casting machen, wer denn da reinpasst und das dann am besten moderiert, sondern dass das verwoben ist, dass auch derjenige, der das dann darstellt, wirklich auch inhaltlich von Anfang an mit einbezogen wird. Also da gibt es ganz viele Dinge, die wir da lernen konnten und auch immer noch lernen. Auch, dass es ganz andere, dass die auch eine völlig andere Kenntnis, und das ist vielleicht das Interessanteste, dass die einfach, was die wirklich unglaublich gut können, ist, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also die kennen ihre Leute, die ihnen folgen, die sie gucken, kennen die wirklich richtig gut. Und die wissen genau, was sie wie sagen können, wie die darauf reagieren und ähnliches. Und das ist was ich super interessant finde, weil die klassische, ich liefere mein Band bei der Senderegie ab und am nächsten Morgen kommt die Quotenauflistung, ist jetzt nur eine sehr rudimentäre Kenntnis meiner Zielgruppe irgendwie. Nach welchen Kriterien wurden die verschiedenen Formate zusammengestellt? Wir sind, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben drei große Bereiche, informieren, orientieren, unterhalten. Das ist so ein bisschen das Raster, das wir haben danach gucken wir. Dann haben wir die Zielgruppe natürlich genau angeschaut, haben sie nochmal unterteilt in 14- bis 16-Jährige, 17- bis 19-Jährige, 20- bis 24-Jährige und 25- bis 29-Jährige. Haben dann versucht, möglichst breit uns aufzustellen, immer geguckt, dass ein Format für eine bestimmte Plattform entwickelt ist, für eine bestimmte Zielgruppe entwickelt ist und in einem bestimmten Themenbereich entwickelt ist. Das ist so ein bisschen, das hört sich jetzt total mathematisch an und so typisch öffentlich-rechtlich mit so Tafel und gemalt und so. Dagegen gewoben ist, dass wir auch freie Ausschreibungen gemacht haben, also da konnte man sich bewerben mit Inhalten, dass wir auch Pitches gemacht haben, dass wir mit Leuten gesprochen haben, die wir gerne als Protagonisten bei uns hatten oder haben wollten. Quasi das hat so ein bisschen dann das ergeben, dass wir jetzt mit 40 Formaten am Start sind. Davon sind, wie gesagt, viele in ganz unterschiedlicher, in einem ganz unterschiedlichen Reifegrad. Und es kommen nochmal 30 jetzt dazu. Also die nächsten Wochen kommen nochmal ganz viele dazu. Und da wird es auch ganz viele geben, die dann wahrscheinlich oder vielleicht dann auch wieder verschwinden werden, weil wir es eben nicht schaffen, die so zu entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Und genau das wird so der Versuch jetzt auch sein, wirklich ein flexibles System auch zu generieren, wo wir als Ziel haben, dass wir diese Inhalte dann relativ schnell an den Markt bringen und dann mit dem Markt weiterentwickeln. Cool.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir seit heute eine neue Rubrik bei den Media Lectures. Und da du ja gerne neue Dinge ausprobierst, dachten wir, das passt ganz super. Die Rubrik heißt Was wäre wenn? Und sieht folgendermaßen aus. Ich stelle dir gleich drei rein hypothetische Fragen, die du dann ganz spontan beantworten kannst. Was wäre, wenn du das junge Angebot für RTL hättest gestalten müssen? Wie hätte das ausgesehen, beziehungsweise was wären die grundlegenden Unterschiede gewesen? Das wäre auch super spannend gewesen, weil das ein völlig anderer Ansatz ist. Da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen radikaler wirklich an die großen Influencer rangegangen und hätte geguckt, dass ich mit denen Kooperationen mache. Aber ich glaube auch, das ist ein wichtiges oder wäre ein wichtiges Blödsinn, das machen ja RTL 2, gibt es ja, die machen, finde ich, einen guten Job. Das ist ein völlig anderes Feld, das die beackern. Pro7Sat1 ist auch stark unterwegs. Also ich finde, die Mitbewerber oder die Leute, die da sich in dem Bereich bewegen, sind schon viel, viel weiter als wir machen da einen ganz guten Job. Okay. Und was wäre, wenn du die 45 Millionen im Jahr bekommen hättest, ohne irgendwelche Vorgaben und die einfach gesagt hätten, so Florian, jetzt machen wir was Schönes. Hättest du dann auch so ein non-lineares Content-Netzwerk gemacht? Oder? Ja, ich glaube, wir sind da ziemlich radikal genau da, okay. wo wir eigentlich hin wollten. Ja? Ja, also ich glaube, ich hätte mir die Chance offen gehalten, noch einen linearen Kanal machen zu können, weil er wirklich unter reichweiten Gesichtspunkten am Anfang super hilfreich gewesen wäre. Aber ich hätte trotzdem die Webvideo-Branche oder die Webvideos in den Vordergrund gestellt und nicht den Kanal in den Vordergrund gestellt. Okay. Aber sonst hätte ich es, glaube ich, genauso gemacht. Cool. Und was wäre, wenn du eine Sache in der Medienwelt ändern könntest? Was wäre das? In der Medienwelt, also dann würde ich, ja genau, wahrscheinlich diesen Kampf zwischen den verschiedenen Genres, also zwischen Presse, Fernsehen, öffentlich-rechtlich, nicht-öffentlich-rechtlich, diesen ganzen Kampf, den, also wenn ich, keine Ahnung, mit so einem Zauberstab hätte, würde ich den gern irgendwie beenden und lieber gucken, was das Wichtigste ist, dass wir weiter in der Gesellschaft für eine Vielfalt an Meinungen sorgen und dass wir uns dafür einsetzen, gemeinsam dafür einsetzen, auch gegen Hate Speech und Ähnliches vorzugehen. Ich glaube, es gibt genug Punkte, an denen wir zusammen alle Gewerke und auch öffentlich-rechtlich, nicht-öffentlich weiterkommen würden, als wenn wir ständig uns in Kämpfen gegeneinander aufreiben. Das wäre, glaube ich, in Deutschland zumindest sehr wünschenswert. Mhm. Last but not least, Florian, wo siehst du die Zukunft des Fernsehens? Oho. Im Social Feed oder ist das lineare Fernsehen vorbei? Wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen den Hut getauscht und die Rolle gefällt mir auch ganz gut, so dieser, dass ich immer sagen kann, wir machen kein Fernsehen, von daher bin ich nicht der Richtige zu sagen, wie Fernsehen aussieht. Aber dadurch, dass ich mich da rausschleiche, genau, weil ich bei RTL auch dafür zuständig war. Also ich glaube nicht, dass das lineare Fernsehen tot ist, mitnichten. Das wird sich stark verändern und da gibt es sicher auch ein paar Punkte, wo sich inhaltlich noch einiges verändern muss, dass wir da auch andere Angebote machen müssen, dass wir auch wieder jüngeres Publikum erreichen müssen, auch mit linearen oder mit TV-Inhalten. Da gibt es viel zu tun, aber ich glaube nicht, dass die Linearität ganz wegfällt, schon gar nicht bei Events. Da wird es ja auch extrem spannend, wie es da jetzt weitergeht, ob das Sport-Events sind oder was auch immer, vom Eurovision Song Contest und ähnliches. Und da ist die Linearität immer noch ein spannendes Element, weil es einfach, und wir haben irgendwie ja wahrscheinlich alle mal irgendwie Publizistik oder Ähnliches studiert, irgendwie jedenfalls ganz viele Menschen in diesen, diese Anschlusskommunikation ist einfacher, wenn ich gemeinsam was geguckt habe, als wenn ich nicht weiß, bei welcher Folge du jetzt bist, bei irgendwelcher Serie und ich dir dann vielleicht schon was spoiler oder Ähnliches. Also dieses Momentum, das wir gemeinsam was angucken, was dafür sorgt, dass wir danach auch Unterhaltungswert haben, das ist ein Element, das extrem wichtig bleibt und ich glaube, auch wenn Leute mehr als eine Person im Raum sind, dann ist es ganz gut, wenn da auch einfach so ein bisschen lineares auch die Möglichkeit da ist, also wenn mehr als zwei Personen dann entscheiden müssen, was sie auf Netflix gucken, da wird es auch schon spannend, die Diskussion. Also glaubst du, dass
beide Sachen einfach so ein bisschen nebeneinander herlaufen und ja, das eine nicht das andere. Die goldene Ära des Linearen, die wir alle sehr genossen haben, muss man wahrscheinlich auch offen zugeben, wo wir von der Produktion über die Distribution bis zur dieser Fernseher, der konnte ja nur das darstellen, was wir ihm da reingesendet haben, war natürlich traumhaft. Die ist natürlich vorbei. Das Endgerät ist jetzt mit voller Apps und Ähnlichem. Da gibt es lineares Fernsehen, ist nur noch irgendwo ganz hinten, wenn man danach sucht. Mhm. Produzieren kann inzwischen jeder Bewegtbildinhalte und die Distribution ist auch über alle Wege möglich, über Mobilfunk und Ähnliches. Das heißt, diese goldene Zeit ist vorbei. Das heißt, auch da wird sich viel verändern müssen und da shiftet sicher viel um, aber ganz tot sein wird das Lineare meiner Meinung nach nie sein. Nie, okay. Wenn es so eine Sache gibt, was du den jungen Medienmachern oder vielleicht auch dem jungen Publikum, das du ja auch mit deinen Formaten erreichst oder mit euren Formaten, mitgeben willst auf dem Weg, was wäre das dann? Also ich sehe das eher als, gar nicht als Bedrohung, sondern eher als Chance, dass ich heutzutage, wenn ich mich interessiere für Themen, wenn ich mich für Journalismus interessiere, wenn ich mich für Bewegtbild interessiere, dass ich eben nicht nur den einen Weg habe, mich bei ARD und ZDF oder bei RTL oder Ähnlichem um ein Volontariat zu bewerben, wo sich dann irgendwie 1000 Leute auf 4 Stellen bewerben und diese 4 dann die Glücklichen sind, die es dann machen dürfen. Ich finde, gerade in der Produzentenlandschaft, im Journalismus, ist es unglaublich toll, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt. Und das öffnet unglaublich viele Wege, die man angehen muss. Und das Wichtige ist, dass da jetzt auch wirklich gute, junge Menschen reingehen und diese Wege besetzen. Weil sonst tun es andere, die dann im Gegenfall lauter schreien und mit anderen Themen da an den Start gehen. Von daher, ich finde es eher viel spannender als in dem Moment, als ich was mit Medien machen wollte. Da war es irgendwie noch viel schwieriger, sich da auch einzubringen und auch gestalten zu können. Von daher, ich finde eher, nehmt diese Möglichkeiten an, probiert es aus und sucht euch euren Weg. Der muss quasi nicht jetzt zwangsläufig über ein Volontariat gehen, sondern es gibt ganz viele andere Wege. Weil die Plätze sind ja schon auch ziemlich gering. Genau. Ne? Und was ist so das Prägnanteste, was du in deiner bisherigen Karriere auch gelernt hast, was wichtig ist in der Medienwelt? Also gab es da so ein Ding, wo du sagst so, hey, das hat irgendwie was verändert? Oder? Ich habe gerade so ein komisches Gefühl, dass ich zu alt bin irgendwie. Nein. Aber du hast ja, ich meine, du warst schon bei Arte, ne? Du warst bei ZDF Kultur, du bist jetzt hier der Programmgeschäftsführer. Also du hast ja schon einiges auch gelernt. Oder nicht? Was ich einfach toll finde in dem Berufsbereich ist, dass wenn man neugierig ist, dass dann unglaublich viele Dinge gibt, die man lernen kann. Also für mich war das Spannendste immer, dass ich mir eine Technik aneigne, um aber inhaltlich ganz arg viel Neues erfahren zu können. Mhm. Mich irgendwo auch in Themen hineinzubegeben und auch dann wieder rausgehen zu können und einfach meinen Horizont unglaublich erweitern kann. Und das ist natürlich in dem Berufsbild ein super spannendes Moment. Das war für mich, ich hatte relativ viel Glück in meiner bisherigen Karriere, durfte an tollen Stellen arbeiten, hatte immer auch tolle Vorgesetzte, von denen ich ganz arg viel lernen durfte. Und ich bin immer noch lernend. Das ist das Coole in den Jobs, die ich hatte, dass das irgendwie Teil der Job-Description ist, dass ich weiter lernen muss und lernen kann und das auch noch mit ganz vielen Menschen tun darf. Deswegen bin ich da einfach, habe ich relativ viel Glück gehabt. Einschneidende Momente gab es Hunderttausende, aber da gab es jetzt nicht dieses eine Moment, wo ich gedacht habe, okay, das hat jetzt alles verändert. Und so dieses Ding, neue Sachen immer wieder zu lernen, war das auch ein Punkt, warum du jetzt zu Funk gewechselt hast? Ja, war es sicher. Auf der anderen Seite war das natürlich eine unglaublich reizvolle Aufgabe. Bei Arte hatte ich eher die Aufgabe, so ein bisschen Change Management zu machen, also versuchen, ein funktionierendes Fernsehhaus auf die multimediale Zukunft hinzuentwickeln. Und jetzt war es halt die Möglichkeit, was komplett neu aufzubauen. Das ist natürlich unglaublich spannend. Die Aufgabe war natürlich auch reizvoll, klar. Okay. Ja, wir sind jetzt leider schon wieder am Schluss. Vielen Dank hier im Studio fürs Zuschauen. Vielen Dank zu Hause. Falls ihr die Sendung nochmal schauen wollt, dann könnt ihr das auf YouTube tun oder auf unserer Website. Ansonsten bis bald. Macht's gut.